Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Jesse, und ich habe euch was Unglaubliches mitgebracht. Ganz unglaublich ist es natürlich nicht, aber ich zeige euch jetzt mal, wozu der Barbar mit High-End-Gear wirklich in der Lage ist. Das aktuell wird das in der Season gespielt, aber aufgrund der enorm hohen Drop-Raten in den Greater Rifts sowie auch in den normalen T6 Rifts bekommt man sehr schnell das bestmögliche Gear zusammen. Und jetzt, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze dann in einem T6 Rift aussieht mit dem Ansturm, also diesem Charge Barbar, also mit dem Reka Set, wo ihr dann praktisch ohne Cooldown weiter chargen könnt, wenn ihr eben mehrere Mobs erwischt und ihr schon im Hintergrund sehen könnt, platzen einfach die Elite Bags. Also, ihr wisst jetzt nicht so wie mit anderen Klassen, wo ihr euch denkt, oh, schade, verdammt, aufpassen, da kommen jetzt 2 oder 3 Elite-Packs, da wird's gefährlich, sondern der Barbar wird erst warm, wenn es mehrere Elite-Packs sind. Also einzelne Elite-Packs interessieren ihn gar nicht, sondern er wird erst wirklich richtig warm, wenn es 3 oder mehr Elite-Packs sind. Immer mehr Gegner ist immer besser und dann wird einfach gecharged. Und dadurch habt ihr natürlich die idealen Voraussetzungen, um einen T6 Rift in minimaler Zeit, also so einen wirklich sogenannten T6 Speed Rift zu machen, wo ihr in wenigen Minuten den gesamten Rift oder zumindest bis zum Rift Guardian das gesamte cleart, den Rift Guardian umhaut, eure 100 Blutsplitter mitnimmt und das Ganze dann wieder startet. Wie ihr schön im Hintergrund sehen könnt, sind wir aktuell jetzt genau bei 1 Minute 30, also bei 90 Sekunden und haben schon Auge mal Bi die Hälfte des Rifts bereits geschafft. Also in 90 Sekunden einen halben T6 Rift, das ist schon mal eine Hausnummer, sage ich. Hin und wieder gibt es ein Legendary, das kostet natürlich Zeit, zu diesem Legendary zu laufen oder es zu picken. Und natürlich ist die Mobdichte in diesem Fall eben sehr entscheidend. Also es idealerweise geht er eben nur dahin oder charge dorthin, wo eben genügend Mobzeit, damit der Cooldown immer wieder ready ist. Ich muss jetzt dazu sagen, das Gear ist auf maximale Damage ausgelegt. Also ich habe nur 12 Millionen Toughness, natürlich mit dem Unity-Bug für die 6 mehr als ausreichend. In den Greater Rifts würde ich bei 30, 35 gibt es dann schon wieder ein paar Probleme, aber hier in T6 in Kombination natürlich mit dem Herrichten, was ja mein persönliches Diablo 3 Lieblingsitem ist, denn immer wenn eine Kiste, ein Bücherregal, eine Leiche, irgendetwas anklickt, habt ihr für 10 Sekunden eben 140% Damage Boost und dann das zusammen in Kombination mit dem Berserker und mit dem Attack Speed Gem ist der Barb dann schon mal bei 7 Millionen Paper DPS. Und das Ganze ist dann schon mal eine Hausnummer, wenn man dazu rechnet, dass wir mit einem Schmelzofen spielen, der nochmal 43% am Elite-Schaden gibt. Dann haben wir noch den 30% Gem drin von den Elite-Gegner töten. Also hat er nochmal 15 in der Passive. Also wenn man 100% mehr Elite-Schaden hat, sage ich mal, und dann 7,5 Millionen Paper DPS macht. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Da passiert das schon mal, wenn man durch mehrere Elite-Packs chargt, dass die generell sofort umfallen oder einfach noch mit ganz wenig Leben stehen bleiben. So, und da ist jetzt auch schon unser Freund, der Rift Guardian, also knapp über 3 Minuten hat es gedauert, dann haben wir auch schon den Rift Guardian gehabt, also eine sehr gute Zeit. Wo wir jetzt natürlich ein bisschen Zeit verlieren, ist bei dem Kampf gegen den Rift Guardian, da der Single Target vom Charge Barbar natürlich, wie schon besprochen, eher schlecht ist. Schaue ich, dass ich jetzt noch ein zweites Elite Pack zum Rift Guardian dazuziehen kann, damit eben mein Charge Cooldown wieder auf Null gesetzt wird und ich ein bisschen hin und her chargen kann, denn der Charge macht dann den gesamten Schaden bei beim Charge Barbar natürlich. Also schaut man, dass man immer mehrere Mobs hat, dann wird schon reingecharged. Oh, gibt es sogar noch ein Legendary von dem Elite Pack und dann werden noch die letzten Prozente des Rift Guardians erledigt. So, 3, 2, 1, meins, wie ihr gesehen habt, haben wir für den gesamten T6 Rift unter 4 Minuten gebraucht, also knapp über 3,50. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn es Fragen gibt, immer in den Kommentaren und ansonsten bis zum nächsten Mal.